Hallo zusammen, es ist eine ganze Weile her, dass wir uns gesehen haben und ich freue mich deswegen umso mehr, dass es heute endlich wieder geklappt hat. Ich sage einmal Hallo. Hallo Hallo Christiane. Christiane. Sehr schön. Bist du mit deinem Kopf noch? Wir machen heute wieder so etwas wie eine Videoanalyse. Heute tatsächlich ein ganz kleines bisschen anders als die letzten Male. Ich stelle euch aber erst noch mal einmal schnell vor, für die, die vielleicht heute das erste Mal reingucken. Dann wäre einmal die Bianca Krüger von der Hundeverhaltenstherapiepraxis Rehau. Und die Annika Meier vom Hundetraining Herford und mich, Christiane Jakobs von Sprich Hund. Und wir wollten uns nämlich heute mal, haben wir uns gedacht, das Entspannungssignal angucken. Das ist ein Signal, wo man beim Hund die Erregung runterfahren kann. Und dieses Video ist irgendwann in der Sprich Hund-Gruppe aufgetaucht, in der Facebook-Gruppe. Das hat eine Kollegin von mir eingestellt dort, also die Anna Mölder. Ich kenne die auch persönlich und ich kenne auch ihren Rumo. Die Feli habe ich leider nicht kennengelernt, also die beiden Hunde, die man da sieht. Und also ich finde dieses Video so extrem beeindruckend, weil halt dieses Entspannungssignal so mega wirkt bei den Hunden. Und ich nehme es mal gleich vorweg. Ich habe das lange, 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 lange Zeit überhaupt nicht haben wollen, weil ich sage, das ist so Murks, das funktioniert nicht. Und ich habe es natürlich dann trotzdem irgendwann aufgebaut und man kann das echt super geil nebenher aufbauen. Und es ist total beeindruckend. Also es ist immer wieder. Und deswegen haben wir drei uns diesmal gedacht, wir schauen uns das an. Und wer jetzt so richtig neugierig ist, dann legen wir einfach schon mal einmal los. Hier sehen wir die beiden in Aktion. Die hintere ist die alte Hündin, die den Jungspund zum Spiel aufgefordert hat. Und dann wurde er aber natürlich sehr aufgedreht. Und dieses langgezogene Müde ist das Entspannungssignal, wo man, glaube ich, sehr schön gesehen hat, wie also auf jeden Fall die Anspannung schon mal runterging. Wer das nicht so langgezogen mag, wo ich natürlich wieder zugehöre, ich habe Das ist für tatsächlich ein Feli. Entspann dich aufgebaut. Und ich sage das Das auch ist für Romo. relativ normal. Also ich sage entspann dich. Ganz so genervt wie jetzt. Aber ich sage das. Super. Und Ganz prima. man muss also nicht flötend durch die Gegend laufen. Man kann auch ganz normal das sagen und das wirkt trotzdem, wenn man es. So, wir gucken es nochmal an. Ihr erzählt ein bisschen was, was ihr seht. Ich habe jetzt schon so viel geredet. Ich muss mal trinken. Und ich lasse es einfach nochmal laufen. Ja, hier ist sehr schwer was zu sagen, weil so viel Dynamik schon drin ist. Trotzdem beim zweiten Müde, da wird die Atmung, ne, von den Hunden ein wenig langsamer und ruhiger auch schon gleich. So. Schüttelt er sich auf einmal ab ein bisschen. Das ist für Feli. Das ist für Romo. Genau, da haben wir nochmal das Namensspiel, ne? Für die, die denken, warum sagt sie die Namen? Sehr schön. Also die Hunde haben irgendwann gelernt, dass Ganz angekündigt wird, prima. für wen das ist, das Futter, und dann wird es auch gegeben. Ich lasse einfach nochmal laufen. Also hier zu Anfang sieht man, finde ich, noch, wie die Hündin noch deutlich mehr sich bewegt. Auch. Relativ schnell, so stationär und ruhig, ne? Jetzt im zweiten Müde, ne? Also echt. Also ich fand, bei ihr wurden die Bewegungen vor allen Dingen weniger, als sie vom Teppich runter war. Das ist für Feli. Ja, die ist auf den glatteren Boden Das ist gekommen. für Romo. Genau, da hatte sie einfach auch nicht mehr so viel Halt. Super, ganz prima. Wir machen einfach mal die nächste Folie, das ist nämlich ohne Ton. Und da kann man noch mal sich ein bisschen mehr auf die Körpersprache konzentrieren.
Viel Maulspiel, ne? Da haben wir das drin. Also am Anfang ist bei ihr noch ein bisschen mehr Maulspiel und dann fängt sie an, den Kopf auch immer mal so ein bisschen wegzudrehen von ihm, ne? Genau, ich finde, da sieht man schon das Anzeichen, dass es ihr zu viel wird, also Meideverhalten. Ja. Und da war es sehr gut, dass Anna so gut reagiert hat. Ja, ziemlich schnell, ne? Gleich. Sehr Ja. gut. Ja. Jetzt kenne ich es so bei diesem Entspannungssignal, dass man danach, wenn man das gegeben hat, ein Alternativverhalten abrufen soll. Wir haben ja hier nichts gehört von Anna. Das heißt, wäre die Frage, warum dreht der Rumo sich um? Bianca und ich hatten im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ja. Und es gibt für uns zwei Möglichkeiten. Entweder hat die Anna tatsächlich dieses Angucken extrem stark verstärkt im Vorfeld, dass sie schon gar nichts mehr sagen muss, dass das ein Verhalten ist, was er von sich aus anbietet, wenn er ein Alternativverhalten sucht für sich. Oder aber er weiß, dass es Futter gibt. Und guckt halt deswegen, weil er weiß, okay, nach dem Entspannungssignal kommt für mich immer Futter bei der Bezugsperson. Und dann hat man natürlich die Umorientierung dahin. Ja, vielleicht ist es sogar das Namensspiel, das immer kommt Ja, nach genau. dem Oder Entspannungssignal. halt auch eine Mischung. Ja. Oder halt eben wirklich dieses, okay, ich bin wieder ein bisschen runtergefahren, ich nehme wieder wahr, was in der Umwelt vor sich geht und kann mich aus welchem Grund auch immer zu meinem Menschen wieder umorientieren. Genau, das muss aber tatsächlich nicht zwingend Futter sein. Ich sage es immer wieder gerne, weil ich ja den futterunmotivierten Hund habe. Und es ist schlimm finde, dass es immer so den Eindruck hat, man muss alles tatsächlich mit Futter machen. Wenn man es machen kann, ist es natürlich viel, viel einfacher, weil man ein tolles Werkzeug in der Hand hat mit dem Futter, um den Hund ja schnell zu sich auch umzuorientieren oder zu belohnen, einfach für richtiges Verhalten. Aber es gehen natürlich auch viele andere Sachen. Wobei Also sich mein natürlich Hund. hier das anbietet, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, weil natürlich Futter und Fressen auch so ein bisschen nochmal je nachdem runterbringen kann. Genau, also es ist gerade bei sowas natürlich absolut optimal, aber wenn der Hund es nicht nimmt, also bei uns zum Beispiel ist es, für den Knicker ist es das Größte, wenn der von mir ehrlich gelobt wird. Also wenn ich mich wirklich freue, weil der was toll macht, das findet der viel, viel besser als Futter. Da sagt er ja. Ja. Machst du dann nur verbales Lob oder streichelst du ihn da auch? Fasst du Nur ihn? verbales Lob, wenn ich den Nur streichel, dann das mag er auch nicht. Also der mag ja wenige Sachen. verbales Nur Lob. mein Lob. Schwierig, ne? Ja, aber ich finde tatsächlich, das ist ein Mega-Verstärker. So, also, und das ist ernst gemeint. Und das kriegt man ja auch nicht immer hin, weil es gibt ja auch Situationen, wo man selber irgendwie gerade angespannt ist oder gar nicht in einer ausgelassenen, fröhlichen Stimmung. Und dann kommt das ja auch beim Hund nicht so an. Aber wenn es geht, dann ist es, glaube ich, für viele Hunde eigentlich ein mega guter Verstärker. Ja, aber Auch für das, die gerne Futter nehmen, so, ne? ja, aber das muss halt, ist natürlich nicht immer, bist du dann so toll und sagst, oh, boah, das war wow, das war super cool. Ich erinnere mich, ich hab mit einem Kollegen telefoniert, mit dem Gerrit Stefan. Und der Knick hat irgendwas gemacht und ich habe ihn dann halt so gelobt nebenbei. Und dann sagt er so, es war jetzt aber nicht ernst und ehrlich gemeint. Boah, ich sage, es war jetzt auch wirklich nicht so toll, was er da gemacht hat. Das kann er eigentlich. Und es war halt wirklich dann auch, dass ich gedacht habe, okay, er hat recht. Es war wirklich nicht herzlich. Aber das kann man auch nicht immer erwarten. Ich war mit meinen Gedanken woanders und es war eigentlich auch ein Verhalten, das der Knicker wirklich schon gut kannte. Aber trotzdem lobe ich ihn auch bei solchen Sachen eigentlich gerne. Aber natürlich bin auch ich mal abgelenkt. Und von daher, ja, es gibt also viele Belohnungsmöglichkeiten. Wollt ihr nochmal das Video sehen? Gucken wir es nochmal. Ne? Pfote auflegen. Maulspiel. Genau, das Pfote auflegen kann ja schon ein Zeichen dafür sein, dass sie die Bewegung auch ein bisschen einschränken wollte. Aber ich fand, dadurch, dass sie danach nochmal das Maulspiel gezeigt hat, ne? Also sie war schon an der Interaktion interessiert erstmal. Ja, denke ich auch, ne? Aber wie du es schon gesagt hast, ne, sobald sie vom Teppich, je weiter sie runterkommt, umso steifer wird sie. Genau. Ne? Ach, da Ja, und rutscht der auch weg, siehst du, hast du gesehen? ja, und da wird das ja nochmal, also sie ist ja sowieso deutlich älter und er halt so ein Jungspund gewesen damals. Und dadurch, dass sie dann auch noch den Halt vom Teppich verliert, wird das Ungleichgewicht ja nochmal viel größer, ne? Ja, weil er ist ja Tatsächlich. noch drauf, ne? Er hat ja da.
Ich finde es bei ihm tatsächlich relativ schwer, weil einfach weil es so schwarz und so viel ist, da zu sehen. Aber wo der Moment ist, wo quasi das Signal bei ihm ankommt, das ist mir noch nicht so ganz gelungen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass er quasi versucht, mit seinem ganzen Körper weiter unten zu bleiben, um irgendwie dann doch sich ein bisschen zurückzunehmen. Das ist so mein Eindruck irgendwie, dass das so quasi sein, ja, das ist, wo er auch so ein bisschen. Ja, wo das so ein bisschen bei ihm ankommt, dass er irgendwie gar nicht mehr weiter hochgeht mit dem Kopf, sondern eben sehr versucht, nicht zu dynamisch zu sein letztendlich. Willst du es nochmal mit Ton hören? Ja. Sehen? Mann, nicht. Jetzt macht er sich eigentlich immer relativ klein und versucht, naja, versucht, von unten irgendwie zu agieren. Aber es war schon, bevor sie beim E beim ersten Mal war, war es schon deutlich weiter unten. Ich glaube aber auch, dass das bei so einer hohen Erregung ja auch trotz alledem auch, dass es wird ja über klassische Konditionierung aufgebaut, dass es aber trotzdem eben auch eine Weile braucht, bis es ankommt, ne, im Gehirn. Denn in dem Moment ist er Das ja nicht mehr Baby. so richtig aufnahmefähig. Wobei natürlich die Sache bei der Das klassischen Schlucken. Konditionierung so ist, dass das dem Hund quasi passiert, ne? Also die Entspannung kommt bei ihm an, ohne dass er da was gegen tun kann. Will einer von So, euch das erklären? ganz prima. Mit der Oxytocin-Ausschüttung. Nee, mit der klassischen Konditionierung. Der klassischen Konditionierung. Warum das funktioniert, wenn wir das Signal darüber aufbauen? Wenn ich jetzt sage, mein Hund ist immer total hibbelig, da funktioniert das nicht. Ja, Also, kann er ja nicht anders, ne? genau. Naja, aber es funktioniert ja quasi schon, weil du es ja in einer Situation aufbaust, wo der Hund gerade nicht hibbelig ist und quasi die Verknüpfung hast von der nicht hibbeligen Situation mit dem Wortsignal. Irgendwann, nachdem du das eine Zeit lang aufgebaut und aufgeladen hast. Genau, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn wir kennen ja alles so Sachen. Ich weiß nicht, ob jetzt so ein schönes Lied das richtige Beispiel ist, weil manche schönen Lieder hört man nur einmal. Aber wenn man jetzt in so einem Urlaub ist, zwei Ja, so ein Wochen und klassischer man. Sommerhit oder so, ne? So, den man im Urlaub immer hört und irgendwann im Winter ist es gerade alles ganz mies und dunkel und du hörst dieses Lied und auf einmal freust du dich und denkst, ach, wie schön war der Sommer und hast wieder gute Laune, weil dieses Lied und diese Stimmung und der Sommer halt so miteinander verknüpft Ja. waren. Und genau so funktioniert das auch und ich finde es so mega genial, weil es so einfach ist. Also du musst ja wirklich, also jeder Hund, und wenn er das nicht tut, dann sollte man sehr schnell zum Verhaltens der Arzt gehen, hat ja mal Momente, wo er ruhig ist und liegt und kurz vorm Einschlafen ist. Und wenn du in den Momenten eben dein, was auch immer du dir da als Wort nimmst, sagst, verknüpft sich das halt. Genau. Und man kann es wirklich komplett nebenher aufbauen, so habe ich es gemacht, weil sich meiner nicht gerne anfassen lässt. Ich habe es also wirklich immer nur gesagt, in verschiedenen Lautstärken auch, damit er eben das auch in verschiedenen Lautstärken kennt. Immer wenn er sowieso entspannter gelegen hat. Und irgendwann war es dann so, also er bellt zum Beispiel auch, wenn er irgendwelche Hunde im Fernseher sieht oder so. Und dann kamen Hunde, die tauchten auf und dann hat er den Kopf hochgemacht und geguckt. Und dann habe ich gesagt, entspann dich. Und dann zack, ging der Kopf wieder runter. Also total beeindruckend. Dann habe ich noch ein alles gut hinterhergeschoben, ne, damit er halt liegen bleibt und sagt, okay, ist alles gut. Und dann hat das total gut funktioniert. Also einfach wirklich nur nebenbei aufgebaut. Und da finde ich aber halt das Problem, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, dass Sachen so einfach funktionieren können. Nee, funktioniert echt gut. Ja, hat es von euch einer über Streicheln und aktive Entspannung aufgebaut? Beides. Also bei der Ilvi auch über beides. Je nachdem, wenn sie sich sowieso hingeflackt hat, dann habe ich es halt dazu gesagt. Und wenn ich sie gestreichelt habe, dann habe ich es halt da gemacht. Ja, Na, also und dann hast du es beides. immer in dem Moment gemacht, wo du gemerkt hast, okay, jetzt kommt zu dieser Moment, wo sie so, Ja, ah. genau. Die hat so ein, was ist so, das kann man gar nicht nachmachen, ne? Aber wenn sie sich irgendwo hingelegt hat, hast du gewusst, dann jetzt ist sie entspannt, jetzt geht es ihr gut. Ne? Und da halt dann einfach das reingesagt. Ne? Genau, wie lange habt ihr es aufgebaut? Oh, über fast ein Jahr. Ich habe es fast ein Jahr aufgebaut, ja. Echt? Warst du Wir aber haben gründlich? wir haben es auch nicht gebraucht. Ich habe es halt immer mal so nebenbei gemacht, also ohne jetzt großes Ziel. Und das erste Mal gebraucht haben wir es dann wirklich am Gartenzaun. Da kam ein neuer Hund.
an den Gartenzaun, Besuch oder keine Ahnung. Und dann war alles hochgerichtet, Schwanz hoch, Kopf hoch, Haare hinten aufgestellt. Und dann habe ich das gesagt und dann hat man gesehen, wie so langsam der Schwanz so ganz langsam abgekippt ist. Ne? Der Kopf dann hat sich mehr bewegt wieder, ne? Weil die war ja so starr gewesen und dann konnte sie sich abwenden und ist zu mir gekommen. Und dann habe ich gedacht, boah, funktioniert, klasse. Cool. Wie lange hast du aufgebaut, Annika? Ja, überlege ich gerade, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, auch gefühlt relativ lange, weil da kursieren, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Zeiten, wie oft man quasi dieses Wortsignal verknüpfen muss, irgendwie von 100 Mal bis zu 1000 Mal, keine Ahnung, was da nun wirklich stimmt. Aber ich würde mittlerweile behaupten, also bei der Jette habe ich nicht so lange das aufgebaut. Und ich glaube, wenn man es immer wieder schön auflädt, und das ist ja so ein bisschen das, dass man es natürlich, wenn man es benutzt hat, nicht unbegrenzt in doofen Situationen benutzen kann, weil sich dann natürlich wieder auch die doofe Situation verknüpfen kann, weil es ja eben über diese klassische Konditionierung geht. Aber wenn man es immer wieder schön auflädt, und das geht ja im Grunde, man kann es ja jeden Tag auch wieder aufladen, weil jeden Tag liegen die Hunde ja irgendwie in der Ecke rum und pennen. Ja, und das ist wieder, wenn wir nochmal auf das Sommerhit-Beispiel zurückkommen. Wenn wir da im Sommerhit jetzt immer im Winter hören und draußen stehen, ohne Socken, dann werden wir nicht lange das wohlige, sonnige Gefühl haben, wenn wir den Song hören, sondern es wird halt ganz schnell gehen, dass du den Song hörst und nicht mehr an Sommersonne, Freude denkst, sondern an kalte Füße, weil du draußen im Schnee ohne Socken stehst. Also das, glaube ich, kann man ganz gut verstehen, warum das so ist. Und auch so dieses Aufladen, das hatte so für mich so dieses, eigentlich so spooky, weil es hört sich auch so komisch an, ne? So wie so Steckdose rein und dann Akku wird aufgeladen. Das ist ja gar nicht so. Also eigentlich wiederholt man dieses Signal halt nur nochmal wieder in entspannten Situationen, damit das passiert. Und je nachdem, wo ich es einsetze, habe ich sogar das Gefühl gehabt, dass ich es gar nicht so oft aufladen musste, weil ich, so wie in dieser, mit diesem Fernsehbeispiel, habe ich das immer schon so früh gesagt, dass die Erregung gar nicht so hoch war und er ja dann immer sofort wieder den Kopf runter und sich auch wirklich entspannt hat. Da hatte ich das Gefühl, da bleibt das schon auf einem ganz guten Niveau. Aber das ist natürlich auch nur ein Gefühl. Das kann ich nicht nachweisen. Ja, aber ich würde auch eher sagen, also ich für mein Gefühl habe es länger aufgeladen beim Pilot zumindest, als ich es hätte machen müssen. Einfach also aus dieser Sorge, ja, vielleicht funktioniert es nicht. Aber ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es dann halt noch nicht so gut funktioniert. Oder dass man es auch, hat man ja hier auch gehört, dass man es zweimal sagen kann, weil es eben einen Moment dauert, bis dann das auch beim Hund angekommen ist und so. Also von daher kann man ja auch, außer dass man es nur in Situationen benutzt, die erregend oder aufregend sind und man quasi genau das Gegenteilige verknüpft, die auch nichts verkehrt machen damit. Genau, das finde ich auch. Und das finde ich so ein guter Punkt. Man muss sich einfach gar keine Sorgen machen, dass man irgendwas kaputt macht, weil man macht nichts kaputt. Und wenn es noch nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Dann ist das so. Ne? Dann weiß man, dass man, bevor man es nochmal benutzen sollte, lieber nochmal wieder es ein bisschen quasi sagt und trainiert und eben auflädt, aber genau, du machst im Grunde nichts kaputt. Nö. Genau. Und es geht Ja. nicht mehr. Wir fahren super, super wichtiges Werkzeug. Ich glaube, da kam dieses Video auch tatsächlich ohne große körpersprachlichen Beschreibungen aus, weil man es einfach sieht, wie cool es wirkt. Und ich denke, wir haben es gut auf den Punkt gebracht, ne? Möchte noch einer von euch irgendwas sagen, was wir nicht gesagt haben? Außer, dass das eben mega cool ist und das ist tatsächlich, also man denkt ja immer, das kann nur einfach nicht sein, aber es ist so. Es ist einfach. Ja. Das sehe ich auch so. Ich würde sagen, wir machen weiter an die Schlussfolie. Es war ein super schönes Schlusswort. Wir halten es kurz wie immer. Und ich sage auf jeden Fall danke, dass ihr dabei wart. Ich sage auch danke. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Ich sage tschüss. Tschüss.